Habt ihr eigentlich gewusst, dass Adolf Hitler 1939 für den Friedensnobelpreis nominiert wurde? Das war zwar vor seinem Polenfeldzug, aber die Trophäe hat dann Gott sei Dank letztendlich noch jemand anderes mit nach Hause genommen. In diesem Sinne, moin und willkommen zurück. Ja, und nicht der Friedensnobelpreis, sondern die Oscars werden heute zum 88. Mal in Los Angeles verliehen heute Nacht. Und die ganze Branche, die ganze Welt, die drückt nur einem einzigen Schauspieler die Däumchen, Leonardo DiCaprio. Ja, ist jetzt immer leer ausgegangen, 5-mal war er schon nominiert. Das 6. Mal soll es jetzt nun endlich klappen mit dem Oscar. Also ich gönne ihm das auf jeden Fall, ich bin ein großer Fan von ihm. Bin ein bisschen schockiert, ich habe jetzt doch ein bisschen recherchieren müssen für dieses Video, was ich eigentlich sonst nicht machen wollte. Bin echt so ein bisschen überrascht, er hat ja für Filme, für die er eigentlich auch einen Oscar verdient hätte, ist er ja gar nicht erst nominiert. Worden, wie zum Beispiel Inception oder Shutter Island, der große Gatsby, da ist er gar nicht erst nominiert worden. Das ist krass und man weiß nicht, woran es liegt, ob es an der Konkurrenz liegt, ob die so stark ist. 2014 war, das finde ich bis jetzt das Krasseste, da ist er für The Wolf of Wall Street als Produzent und als bester Hauptdarsteller nominiert worden. Liegt es an der Academy, dass er es bislang nicht geschafft hat? Er ist jetzt seit 25 Jahren im Filmgeschäft. Er hat so viele tolle Filme gemacht, das wissen wir alle, aber er hat bis jetzt noch nie einen Oscar gewonnen. Und die Academy, was ist überhaupt diese Academy? Jeder hat schon mal davon gehört und jeder weiß, dass die Academy das entscheidet, was ist die Academy, um Gottes Willen. Die Academy, das ist ein 7000-köpfiges Team nicht, ein Zusammenschluss. Es sollen Schauspieler drin sein, Filmproduzenten, alle, die irgendwas mit Film zu tun haben, eine riesengroße Jury halt eben. Ob die vielleicht zu modern sind, beziehungsweise die nicht, ob Leonardo DiCaprio zu modern für die ist, das kann natürlich auch gut sein, weil das Durchschnittsalter dieser Academy soll bei 62 Jahren liegen. Ja, wer weiß, vielleicht liegt es ja daran. Aber dieses Jahr sieht es wirklich richtig gut aus. Ich will über den Film jetzt gar nichts sagen. Guckt ihn euch einfach an, ich habe ihn im Kino gesehen. Man muss ihn definitiv gesehen haben. Ein toller Film. Wenn nicht dafür, dann hat er für gar keinen Film-Oscar verdient. Dieser Film hat bereits 3 Preise, unter anderem den Golden Globe, abgeräumt. Im Prinzip, es ist eigentlich klar, weil wenn man sich mal die Konkurrenz anguckt, Matt Damon ist nominiert für Der Marsianer und Steve Jobs, beziehungsweise Steve Jobs ist nicht nominiert, aber Michael Fassbender, der Steve Jobs gespielt hat, den Film habe ich leider nicht gesehen. Die Konkurrenz ist nicht so krass groß. Man muss natürlich auch mal aufpassen, ne? Die haben sicherlich auch geil gespielt und sicherlich auch den Oscar verdient, aber keiner hat ihn so verdient wie Leonardo DiCaprio. Und wenn das dieses Jahr wirklich auch nicht schaffen sollte, dann verliere ich meinen Glauben einfach an die Menschheit, beziehungsweise an die Academy, die das entscheidet. Dann haben die ihn wirklich irgendwie auf dem Kieker. Ich weiß, ich kann es mir sonst nicht anders erklären. Ja, keine Ahnung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt über Leonardo DiCaprio und den Oscar. Und wer sich das ganze Spektakel angucken möchte, kann das auf ProSieben machen. Die übertragen das heute Nacht. Ich muss leider morgen früh raus, deswegen kann ich es mir nicht live angucken. Chris Rock hostet das Ganze. Das wird auf jeden Fall sehr lustig. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und damit war es das von mir. Ich hoffe, ihr drückt dem Leo alle Däumchen, die ihr habt. Denn denkt dran, er ist ja halber Deutscher. Ja, war das jetzt rassistisch? Nein, sollte auf jeden Fall nicht so rüberkommen. Dann kommt jetzt hier zum letzten Video. Hier zum vorletzten Video hier und zu meinen Social Media. Das ist natürlich auch alles in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.